Aber die Ehre. Ostersonntag ist heute. Deswegen dachte ich mir, spiele ich einen Osterhasen, bringe ein paar Geschenke und spreche im kurz und knapp darüber, was ist denn wichtig, wie du am besten dein Business wieder auferstehen lässt. Wie gesagt, Ostern ist gleich ist das Ereignis, an dem Christus auferstanden ist von den Toten. Wenn du dein Business tot geglaubt hast, wenn du in der Anfangsphase bist als Coach, als Consultant und es läuft einfach noch nicht so, dir fehlen die Kunden, dir fehlen die Einnahmen, deine Erwartungen sind einfach noch nicht erfüllt, weil du gedacht hast, dass es einfacher funktioniert, dass du auch klarer verstehst, wie du an Kunden kommst, was du machen musst, damit du zu Einnahmen kommst, dann kriegst du gleich ein paar Tipps von mir, einen einfachen Drei-Schritte-Prozess, wie du dein Geschäft wieder zum Leben erwecken kannst. Bei mir war es anfangs ähnlich. Ich hatte enorme Schwierigkeiten und Probleme zu verstehen, um was es eigentlich ging, was Marketing bedeutet, wie ich mein Produkt und meine Dienstleistungen verkaufe, wie ich sie vermarkte, was denn notwendig ist, auch das Tagesgeschäft betreffend, dass ich in die Gänge komme, dass ich wirklich mich präsentiere, wie ich mich präsentiere, was ich zu tun habe, weil ich einfach nirgends die klare Information hatte. Es war wie eine Blockade in meinem Kopf. Da hat sich alles, da waren, da war, da, da war ein absolutes Chaos. Es das heißt zwar, das Universum, der Urknall, es war ja auch so ein chaotischer Zustand, bevor dann sich alles nach und nach entwickelt hat. Jedenfalls, für mich ist es enorm wichtig, dass ich als Coach dann auch entsprechend die Begleitung bekomme, eine klare Schrittfolge, eine Reihenfolge, was ich denn zu tun habe, damit ich mein Coaching-Business dann auch erfolgreich gestalte. Ich habe dann etliche Videos dazu angeschaut, Podcasts gehört, bin zu verschiedenen Seminaren gelaufen, bis ich dann irgendwann mal einen Coach getroffen hat, der gesagt hat, hey, Martin, ich geb dir hier die Grundlagen, ich erkläre dir, wie es funktionieren kann, wie es ganz simpel funktionieren kann, dass es egal, welchen Weg du nimmst, welchen Kanal, welches soziale Netzwerk du benutzt, um dich zu präsentieren, um deine Hilfestellungen anzubieten, dass du zum Erfolg kommst. Und darum geht es auch im Endeffekt. Für mich zumindest, was ich als Coaching verstehe, ist, dass du einem Mensch in seiner Entwicklung hilfst oder dass ich ihm helfe, zu sich selbst zu finden und so authentisch wie möglich und so auf seine Einzigartigkeit einzugehen und ihm das zu bieten, was auch ihm entspricht und mit dem er zufrieden ist und was seine Natürlichkeit und auch seine persönliche, einzigartige, habe ich schon gesagt, Hilfestellung an die Menschen bringt. Und ja, das hat mir eben gefehlt, dieser Ansatz, den ich in vielen Coaching gemerkt habe, dass es einfach immer nur darum ging, einfach ist gut, eins zu eins die Methode, die zwar vielleicht dem Coach geholfen hat, sein Business, sein Geschäft zu entwickeln, dass man die anwendet. Also zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, die Facebook-Gruppe, über eine Facebook-Gruppe an Menschen zu kommen und Menschen zu helfen. Was aber nicht unbedingt mein Fall war. Hat sich nicht mit mir irgendwie so stimmig angefühlt. Daher finde ich es wichtig, dass man eben den Menschen die Freiheit gibt. Aber das geht eben auch nur, indem man versteht, was eigentlich grundsätzlich wichtig ist, um über unterschiedlichste Vermarktungskanäle, Distributionsmöglichkeiten sein Angebot zu vermarkten und publik zu machen. So, bis ich dann endlich mal hingekommen bin, war natürlich auch nochmal ein ganzer Prozess, weil es geht nicht von heute auf morgen, dass man versteht, was eigentlich so grundsätzlich wichtig ist bei der Vermarktung, sondern es geht wirklich darum, dass man
täglich an sich arbeitet, täglich sich klar vor Augen führt, wie gehe ich vor, an wem helfe ich und wo gehe ich am besten hin, damit ich wahrgenommen werde. Und genau diese, das sind die eigentlich die Fragen, die man sich stellen sollte und auf die es auch wirklich ankommt, ist, dass man erstens versteht, was will ich machen, wem will ich helfen, also sprich, die Zielgruppe definiert man genau und auch mit einer gewissen Affinität. Also ich will nicht jemandem helfen, der zum Beispiel Zigaretten verkauft oder der sagt, ich biete Alkohol, ich bin überzeugter Alkoholiker und ich denke, der Alkoholkonsum verbessert das Glücksgefühl, sage ich mal. Jetzt einfach mal übertrieben und ein ganz extremes Beispiel genommen. Aber das schwingt einfach nicht mit mir, ist nicht meins. Also sage ich, nein, ich konzentriere mich wirklich auf eine Kundengruppe, eine Menschengruppe, die sich mit mir im Guten befindet, die mit der ich wirklich zurechtkomme und mit den Menschen, die ich arbeiten will. Darum geht es wirklich, dass man sich das klar vor Augen führt. Wie schaut mein Traumkunde aus? Dann geht es darum, was will der denn genau? Also ich mache ihm ein Versprechen, das ich auch halten kann. Es soll einfach sein, es soll simpel sein, es soll klar sein, dass er, wenn er das liest, wenn er es gesagt bekommt, wenn er es hört, dass er eindeutig versteht, gut, der XY, der sagt, er hilft mir auf die und die Weise, mein Ziel zu erreichen, dann fühle ich mich da angesprochen und hingezogen. Und zu allerletzt ist es dann natürlich wichtig, dass man nicht nur dann auf das Ganze theoretisch angeht, sondern dann auch sagt, jetzt habe ich meine Zielgruppe gefunden, ich weiß, was ich ihnen anbiete und anhand dieser beiden Aspekte gehe ich dann auch raus, weil ich weiß, wo sich meine Zielgruppe aufhält. Ich weiß, was mich auch anspricht, sprich, also was ich vorhin gesagt habe mit den Kanälen, was sind die Netzwerke, die Möglichkeiten, die es gibt im Internet, auf persönliche Art und Weise, dass ich mein Angebot an die Menschen bringe. Es kann persönlich sein, es kann virtuell sein, aber es geht hauptsächlich und prinzipiell darum, dass ich eben meinen Mehrwert bringe und den Menschen dadurch helfe, maximal oft. Es soll permanent sein, die Leute sollen wirklich aufmerksam auf dich werden. Du stichst raus mit deiner Einzigartigkeit, mit deiner Art und Weise, wie du die Dinge erzählst und wie du deine Hilfe den Leuten überbringst. Wenn du das geschafft hast, dann hält dich eigentlich nichts davon ab, Erfolg zu haben. Denn die Leute fühlen ja, wenn du das wirklich ganz mit dem Herzen machst, wenn du mit dabei bist, wenn es auch mit dir zu tun hat, wenn du weißt, wie es geht, wenn du die Schritte schon selbst gegangen bist und dich aus diesen Problemen befreit hast oder beziehungsweise an das Ziel schon gekommen bist oder auf dem besten Weg dahin bist, musst es ja nicht hundertprozentig erreicht haben, aber zumindest hast du einen Weg, wie du hinkommst, dann bist du auf jeden Fall legitim, um das Ganze auch entsprechend anzubieten. So, das war's für heute schon wieder. Wenn dir es geholfen hat, dann lass doch gerne ein Like unter dem Video oder auch einen Kommentar. Leite es an Leute weiter, die auch im Aufbau sind ihres Geschäfts, die noch nicht so wirklich den Plan haben, eine genaue Schrittfolge, wie sie an ihre Kunden kommen, wie sie Erfolg haben in ihrem Geschäft. Und dann abonniere auch gerne meinen Kanal. Es wird mir auch helfen, dass ich weitermachen kann und anhand der Likes und anhand der Ansichten auch verstehe, welche Videos dir oder generell den Menschen geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und ich sehe dich beim nächsten Mal. Ciao.